A2.0. Das Drachenviereck ABCD mit der Symmetrieachse AC und dem Diagonalschnittpunkt M ist die Grundfläche der Pyramide ABCDS. Der Punkt S ist die Spitze dieser Pyramide mit Höhe MS. Es gilt AC sind 12, BD 9, MC 8 und CS 10 cm. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. A2.1 berechnen Sie das Volumen V ABCDS der Pyramide ABCDS. So, erstmal wieder in die Aufgabe reingucken, was gibt es Wichtiges zu markieren. Hier haben die ganzen Angaben auf zwei Stellen nach dem Komma runden und ja, der Rest ist eigentlich vorgegeben. Ja, Punkt S ist Spitze mit Höhe MS. Okay, berechnen Sie das Volumen. Hier unsere Aufgabe kommt erst hier unten. Volumen einer Pyramide. Gehen wir erst in die Formelsammlung und suchen uns die Volumenformel raus. Dann finden wir für das Volumen ein Drittel mal Grundfläche mal Höhe. Als Grundfläche haben wir, schreibe ich es mal noch hin, als Grundfläche haben wir einen Drachen. Ja, steht auch oben drin. Da das Drachenviereck ABCD mit der Symmetrieachse AC ist Grundfläche. Also können wir unsere Formel schon ausbessern. Schauen wir uns danach, was der Flächeninhalt eines Drachen, nämlich 1/2 mal und jetzt die Längen der Diagonalen sind in dem Fall AC und BD. Ja, hier unten drin liegt unser Drache und dafür brauchen wir die Diagonalen davon, sind AB und CD. AC und BD, so rum. So, jetzt brauchen wir noch die Höhe. Das steht ja im Text drin, habe ich ja vorhin noch markiert. Wo steht es? Punkt S ist die Spitze mit der Höhe MS. Ja, also MS liegt hier. Okay, überprüfen, was ist bekannt. Wir kennen AC, das ist oben angegeben mit 12 cm. Wir kennen BD, das ist oben angegeben mit 9 cm. Aber MS kennen wir nicht. Also müssen wir nach vorne weg was berechnen. Ja, hier sind die Angaben, die ganzen. Und ich empfehle immer eintragen, was bekannt ist, damit man sich einen Überblick verschaffen kann. Also AC mit 12, BD mit 9. Wir kennen die Strecke MC, nehme ich eine andere Farbe. Diese Strecke ist 8 cm lang. Und wir kennen CS mit 10 cm. So, wir brauchen die Strecke MS, also die hier. Suchen wir uns einen Dreieck, in dem die Strecke dringend liegt und dem wir möglichst viel kennen. Dann bietet sich zum Beispiel das Dreieck MCS dran. Ja, hier haben wir einen rechten Winkel drin, weil Höhen liegen immer senkrecht. Im rechtwinkligen Dreieck funktionieren die vier Sätze Sinus, Cosinus, Tangens und Pythagoras. Schauen wir uns an, welcher funktioniert am besten. Pythagoras braucht man zwei Seiten und die dritte ist gesucht. Würde hier gerade passen, weil wir kennen die Strecke MC und wir kennen die Strecke CS. CS ist die Hypotenuse, MC ist eine Kathete, also lässt sich MS mit Pythagoras berechnen. Pythagoras fängt immer wie folgt an. MS lässt sich berechnen aus die lange Strecke zum Quadrat, das ist die CS. Also lange Strecke zum Quadrat ist gleich kurze Strecke zum Quadrat plus kurze Strecke zum Quadrat. So, lösen wir auf. Wir wollen ja MS finden, also bringen wir erst die MC auf die andere Seite. Dann haben wir CS Quadrat minus MC Quadrat ist gleich MS Quadrat. Und jetzt steckt hier bei MS noch ein Quadrat drin. Das bringen wir über die Wurzel weg. Dann folgt daraus, MS ist gleich Wurzel aus CS Quadrat minus MC Quadrat. Setzen wir die bekannten Größen ein. Ja, die stehen alle oben. CS waren 10 cm, also Wurzel aus 10 Quadrat minus MC waren 8. 10 Quadrat minus 8 Quadrat. Und das kann jeder Taschenrechner ausrechnen, sind 6 cm. Ja, man kann auch vorher schon den Solver einsetzen, wenn man möchte, aber so funktioniert es mit jedem Taschenrechner. So, damit sind alle Größen bekannt für unsere Volumenformel. Setzen wir ein. 1/3 mal 1/2 mal AC waren 12 cm.
BD waren 9 cm und die Höhe MS haben wir gerade jetzt ausgerechnet mit 6 cm. Das kann jetzt jeder Taschenrechner ausrechnen, gibt ein Volumen von 108 Kubikzentimeter.